Leute, ne? Da ist man immer auf der sicheren Seite. Okay, ihr Muschis. Ja, und wieder eine Arbeit. Die Sonne geht bereits unter und man ist jetzt schon, das ist glaube ich 20 Uhr, 21 Uhr fix und alle. Nicht, weil man so viel schraboniert hat, immer so leicht mal hier ein Bier, mal da ein Bier. Man soll ja viel trinken, ne? Aber man ist einfach so kaputt auch vom Rumgelaufe. Also einer von uns, der hat ganz fürchterliche Blasen an den Füßen. Der hat sich erstmal Blasenpflaster geholt. Aber ansonsten, man ist einfach echt auch kaputt. Also obwohl wir auch heute, also ich habe zumindest eine Mittagsstunde gemacht und euch noch die Abendsonne genießen. Aber man ist kaputt vom ganzen Gelaufe, Gemache, die ganzen Eindrücke, die man hat und das alles zu verarbeiten. Also eigentlich hätte ich mir nur eine Woche Urlaub nehmen müssen. Nachwacken habe ich aber nicht. Was ich auch ganz cool finde, hier ist zum Beispiel drin so eine Art Wochenmarkt. Da kannst du alles kaufen, was du brauchst. Frisches Gemüse, Obst, Eier, Fleisch, alles drin. Alles, was du brauchst. So ein richtig toller Wochenmarkt. Kannst du eigentlich alles soweit. Da hinten ist noch was, ist da noch, weiß ich nicht. Kriegst du einfach alles. Käse, Wurst, Fleisch, Gemüse. Was haben die da hinten? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ein Bäcker ist hier und Käse und finde ich richtig toll gemacht. Also ich finde, Wacken bietet so viel mehr. Das ist nicht nur Krach, Mucken und Suppen, sondern hier kannst du ganz einfach sehr, sehr, sehr viel unternehmen und viel machen, viel sehen. Das ist ein richtig Erlebniswoche. Sieht so schön aus, wenn die Sonne jetzt so untergeht. Ich drehe mich mal kurz, der ganz Profi, ne? Schön, ne? Sonnenuntergang. Ich war gerade hier hinten drin. Das ist so eine Art, da kriegst du alles so Hygieneartikel, Putzeimer, Mülleimer, Duschzeug. Alles Mögliche, was du so rauskriegst hier drinnen hinter uns. So eine Art Supermarkt mit allen Eventualitäten. Vom Campingstuhl, Putzeimer, einfach alles kriegst du da. Zahncreme finde ich richtig gut. Kunstkuchen. Was ist da dran? Qualle oder so. Hier so ein bisschen Strohklappen, da kann man sich mal hinsetzen und mal bei den Leute gucken, ne? Als wenn man so in einer Eisdiele sitzt. So, und dann das Eis essen, den Kaffee trinken und dann ein bisschen Leute gucken. Und im Wacken kann ich auch sagen, oh, mir brennen die Augen, ist das mal richtig interessant, weil hier rennt alles, wirklich alles durch die Bank durch, was das hier so an Leuten gibt. Das ist mega interessant, sich so die verschiedenen Menschen einfach so mal anzugucken. Bier wäre jetzt nicht schlecht, oder? Schon an Weihnachten denken, ne? Wie man so die Geschenke schon mal hat, einen Baum schon mal sich Gedanken macht, wie man das so schmücken möchte, ne? Da ist man immer auf der sicheren Seite. Mittelalterdorf, die Zelte, Kerzen,
sehr gemütlich. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch ziemlich kaputt. Es war wieder mega anstrengend, aber auch mega schön. Ne? Aber man freut sich dann auch abends aufs Zelt, noch ein bisschen zusammensitzen, Augenblick und dann in Ruhe waschen, Zähne putzen, Schlaf-T-Shirt an und ab in Schlafsack und Bettdecke drüber und fertig. Und freut sich auf den nächsten Tag. Morgen ist ja Samstag. Dachte ja heute schon, dass heute Samstag ist. Morgen ist Samstag. So ein mega cooles Bild hier. Also das sind alles diese gut sortierten Zelte hier, die so einmal hier lang gehen. Das sind alles Mietzelte. Und hinten von der Bühne so diese Lasershow, ne, oder die Scheinwerfer. Es latschen hier natürlich genau da durch, aber es geht hier nicht anders. Ne? Das ist doch ein tolles Bild, ne? Oder? Sieht schon cool aus, ne? Nee, das ist richtig ab hier, das Licht, ey. Nicht schlecht, ne? Das sieht schon toll aus. Da sehen die uns bestimmt aus dem Weltall, du. Schick, 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 schick. Ein neuer Tag beginnt in Wacken. Guten Morgen. Heute ist Samstag. Ich dachte ja gestern schon den ganzen Tag ist Samstag. Ich werde mir hier mal meine Duschtasche schnappen und dann geht das ab in die Duschräume, weil ich freue mich richtig auf die Dusche. Da freue ich mich richtig drauf. Erstmal schön duschen, den Tag einfach gut starten. Ne? Und dann gibt es Kaffee, den die hoffentlich gekocht haben. Und dann schauen wir weiter. Guten Morgen, Germany aus Wacken. Strahlender Sonnenschein im Wacken, blauer Himmel, ist richtig, richtig tolles Wetter. Es soll heute Nachmittag wieder ein bisschen regnen. Also gestern waren eher so ein paar Mäusetröpfchen, damit es nicht so staubt. Das war alles gut. Heute Nachmittag soll es regnen und eventuell auch Gewitter heute Abend. Wollen wir gucken, deshalb müssen wir heute, glaube ich, mal ein bisschen aufräumen. Auf Tisch hier und so weiter, da bammelt so alles Mögliche an Zeugs rum hier. Und wenn das wirklich irgendwie doch mal so Gewitter oder irgendwas gibt heute Nachmittag, dann könnte das sein, dass das hier so rumpoltert. Da müssen wir schon ein bisschen, glaube ich, heute leider mal aufräumen. Und von dieser Gesamtsituation hier reden wir mal gar nicht. Das sieht wieder aus wie Dresden 45, aber ich habe mich noch gar nicht zurechtgemacht. Und ich habe meinen Mann heute Morgen gefragt, was hast du da auf deiner Matratze veranstaltet? Da hast du eine richtige Liegekuhle drin. Ich werde das nachher mal auseinanderpflücken, was da, oder ob da irgendwas kaputt gegangen ist. Der hat total mit Schlagseite gepennt. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Man wird sehen. Frisch geduscht, das ist doch geil, ne? Obwohl das schon so warm ist, dass man schon das Gefühl hat, nach der Dusche, der Weg hin, her und da habe ich noch ein bisschen Wasser geholt, dass man da schon wieder total so durchgeschwitzt ist, ne? Also man braucht ein gutes Deo, einen guten Sonnenschutz, gute Schuhe und ja, gute Laune, ne? So, fertig für den Tag. Gut gestylt, gemacht, schön eingecremt, schön Glow auf der Haut. Sieht richtig gut aus. Selber wieder, ne? Sieht richtig so gut aus. Ey. Ich will mich jetzt treffen mit der anderen Instagram- und YouTuberin. Die werdet ihr noch kennenlernen. Vielleicht machen wir ein paar Fotos. Wenn sie Bock hat, dann machen wir irgendwas zusammen. Und wenn nicht, dann nicht. Wir wollen uns treffen wir wollen so ein bisschen shoppen. Auf dem Wackengelände. Ein bisschen die Shops mal so durchgucken, was da alles so gibt. So die Männer, die ich mit habe, die sagen, ah ja, dann guckt man schnell. Aber die haben immer nicht so die Zeit. Frauen haben da immer, ja, brauchst du auch gleich so lachen. Frauen haben immer irgendwie so mehr Zeit. Ihr wisst ja sehr, wie das ist, ne? Es ist genau, wenn wir bei Bauhaus rumlaufen. Da habe ich auch keinen Bock zwischen den Schraubenzieher da zu gucken. Das interessiert mich auch null. Zero. Gar nicht. Deshalb treffen wir uns jetzt da und ein bisschen quatschen. Ich habe sie ja noch nie persönlich gesehen. Ich habe sie ziemlich lange schon bei Instagram installiert, wollte ich schon sagen, abonniert. Und jetzt haben wir gesagt, da wir beide hier sind, wollen wir uns ganz einfach persönlich mal treffen. Und das geht jetzt los. Ja, das war nochmal einer, ne? Wacken ist unflexibel. Hier kannst du sogar morgen Sport machen. Ne? Finde ich ganz toll. Zu Heavy Metal gibt es hier schöne Morgengymnastik. Finde ich schon klasse, ne? Also Wacken, wie gesagt, ist nicht nur rumsitzen, ne? Und suchen, ne? Ja. Für jeden was.
hört ihr natürlich, welche Musik wir gerne hören. Aber vor allem wollen wir gerne Newcomer-Bands featuren. Also wenn ihr in der Band spielt oder Freunde in der Band spielen, wir wollen die Szene damit unterstützen, weil eure Songs wirken halt auch geiler, wenn man dann zum Sport macht, oder? Also schreibt uns gerne an. So was von cool, ne? Kann keine Ausrede haben, ich war ein Wacken, ich konnte keinen Sport machen. Und sieh mir durch. Bodypainting, ne? Kannst du ein bisschen bemalen lassen, kleine Kunstwerke. Oder hier ist so ein Frisiershop, ne? Kannst auch alles Mögliche machen, ne? So ist es nicht. Aber was ich auch mega finde, dass Wacken sich auch engagiert, ne? Also einmal haben wir hier Krebsgesellschaft, da kannst du dich informieren und ja, solches hier Netzwerk, Patientenkompetenz. Ich habe vorhin gesehen, DKMS, die ist da hinten, Deutsche Knochenmarkspende. Also es ist auch, dass sich um andere Menschen hier gekümmert wird, ne? Und auch so drauf plädiert wird, Leute, macht Vorsorge. Und das finde ich schon richtig mega und richtig toll. Also es ist nicht nur, wie gesagt, hier saufen, laute Musik im Schlamm wühlen und was weiß ich, sondern hier wird wirklich was geboten und auch was gemacht und du kannst auch was machen. Und das finde ich richtig klasse und das macht Wacken ganz einfach so besonders über die Jahre. Und das finde ich richtig toll. Ach, wo wir schon dabei waren, hier kannst du auch gleich Erste Hilfe nochmal lernen. Ne? Haben wir ja schnell verlernt. Das finde ich toll. Richtig. Nie falsch, wenn man sowas weiß. Ne? Nachmittag in Wacken. Das regnet. Jetzt erklärt sich auch für einige die Frage, mein Gott, warum schminkt die Frau sich dann nicht? Wenn ich hier unterwegs bin und wir sind noch ein bisschen länger unterwegs hier heute, würde ich spätestens nach einer halben Stunde aussehen wie Alice Cooper, weil das alles verschmiert. Selbst wenn ich wasserfeste Mascara nehme, würde das nicht schön aussehen. Also schlimmer wie vorher, deshalb lasse ich das meistens. Ne? Also auf geht's ins Dorf. Nee, einer fehlt noch. Einer fehlt noch, ne? Oder? Forsch noch, ne? Zwei fehlen noch. Zwei Personen. Auf geht ins Dorf, einen Unterschlupf suchen. Der Mann sagt gerade, er kommt sich vor, als wenn er Latex hat. Weil das ein bisschen regnet, ne? Ich glaube, der Schlüppi ist schon nass. Wo ist er, ne? Man muss es nehmen, wie es kommt. Ja, ja. Die Freunde auch besuchen. Ja. Eins, zwei. Auf Ticket. Mal wieder ein bisschen angetrocknet, bis auf den Schlüppi nass. Aber das ist ja nur Wasser. Und jetzt wird erstmal irgendwo ein warmer Kaffee gezogen, weil ich habe nur ein T-Shirt an, eine Leggings und einen Rock. Nicht stehen bleiben, in Bewegung bleiben und dass man nicht anfängt zu frieren. Denn es ist blöd. Ja, und letzter Abend in Wacken. Ja. Morgen geht ein Ruß. Alles einpacken, geht's wieder ab nach Hause. Und Montag wieder ab zum Maloche. Ne? Pickel habe ich auch. Na hurra. Kann jemand so langsam seine Mische trinken, dass da schon Spinnweben am Becher so entstehen? Mein Mann war nur kurz weg, hat was geholt und sagt, guck mal, das ist zugewebt. Ein Spinnweb. Ja, jetzt kommt einer meiner Lieblingsveranstalter auf Wacken. Und zwar ist das der Mambo-Kurt. Der kann aus einer klassischen Heimorgel einfach alles rausholen und der Platz, der kocht, wenn der da ist, weil der einfach nur mega ist und hört einfach mal kurz hier rein. Der ist wirklich mega, den lieb ich. Der nächste Song ist ein Hardrock-Klassiker und wenn ich auf der Orgel Hardrock spielen möchte, brauche ich zunächst amtliche Hardrock-Schlagzeug-Sounds.
man hört das Tempo. Drums. I want you please take me home. Yeah, 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 yeah. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. I want you please take me home. Solo. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. And I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can bring it all to you, baby. Can you bring it all to me? Guten Morgen, Welt da draußen. Abreisetag. Abreisetag, alles abbauen, tun und machen. Ich bin gerade aufgestanden, ich sehe total verbeult aus. Aber dann ist es so, ich werde mal fragen, ob jemand hier ist noch ein bisschen Geld drauf, ob wir das nochmal verballern im Frühstückszelt. Weil ihr könnt jetzt erstmal guten Kaffee gebrauchen. Ich frage mal kurz, ob irgendjemand mit will von den Jungs oder ob die schon gefrühstückt haben. Ich glaube, ich bin die Letzte, die aufgestanden ist. So, los oder was? Frühstück holen? Ja. Achso. Zwei Minuten warten. Du auch mit oder was? Okay. Du willst du nicht trotzdem nochmal mit oder hast du gefrühstückt? Ich bin. Okay. Möchtest du kein Rührei oder so? Nee. Dann würde ich dich einladen. Okay, ihr Muschis. Muschis, ey. Geht's zum Frühstückszelt. Einer kommt mit. Einer hat sich erbarmt und sagt, ich möchte gerne auch frühstücken. Und zwar gibt es überall so Frühstückszelte. Da kannst du dich auch draußen hinsetzen, kannst tun und machen. Und kriegst fertiges Frühstück. Ich habe eine Woche Haferflocken gegessen oder die Zeit, wo wir hier waren. Heute gibt das Brötchen, um das Restgeld zu verballern. Einen schönen Kakao, einen schönen Kaffee. Ein Käsebrötchen und ein Salamibrötchen. Ich befürchte, dass das zu viel ist, aber wir haben jetzt wirklich das Restgeld verballert. Es wird sich sicherlich jemand finden. Es hat sich nämlich noch einer angefunden, der sagt, oh, ich möchte doch noch was, der vielleicht dann noch was abkriegt. Schauen wir mal. Ne? Und die Mädels haben ordentlich Trinkgeld gekriegt auf der Karte hier. Die Sturm auf und unser Pavillon. Wir sitzen hier beim Frühstück und ich denke irgendwie, mir kamen die Melonen so bekannt vor. Das ist unser Pavillon, der da durch die Gegend fliegt. Ja, nichts mit dem da unter Pavillon sitzen. Es kommt richtig Sturm auf hier. Stück nicht ganz geschafft. Kakao auch nicht angebrochen. Irgendwie wird das heute Morgen noch nicht so was. Aber wir haben hier so ein bisschen Entertainment. Da hinten, wo ist mein Finger? Da. Da. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, es gibt so eine Zeltfirma hier. Die sehe ich, jedes dritte Zelt ist diese Marke. Und das, was er da hat, ist so ein Wurfzelt. Das ist total praktisch, das nimmst du aus der Tasche, haust hin und zack, rein und pennen und fertig. Aber wir haben hier so ein bisschen Kino, weil er kriegt, ist glaube ich dritter Versuch jetzt, ne? Ja, mindestens. Ja. Du musst das in gewisser Art und Weise zusammenbauen, damit das so klein ist wie so eine Handtasche, dass du das transportieren kannst und damit es nachher wieder aufspringt. Ich sag auch, wenn du jetzt einen dicken Kopf hast, ne? Und das Zelt da so zusammenbauen sollst, dann nimmst du einen Benzinkanister und zündest es an. Oder fragst jemand, ob jemand ein Zelt hier braucht, ne? Ich hoffe, ihr könnt es verstehen, ihr haut gerade der Wind so rein. Auf jeden Fall haben wir hier Zeltkino.
Und er kriegt das olle Mistding nicht zusammen, weil immer wieder klappt das auf. Und er liest immer. Jetzt liest er wieder. Jetzt kommt der fünfte Versuch, oder? Schmeißt er es jetzt weg? Ich weiß es nicht. Und hier kommen gerade so richtig schwarze Wolken. Wir sitzen hier ganz großkotzig und labern ab. Gleich kommt Karma, ne? Karma um die Ecke und wir werden patschnass. Schade, dass er das jetzt hinter der Zeltwand macht. Weil er hat es dann immer gerade so auf eine kleine Größe zusammengefaltet. Pum, springt es wieder auf. Ich sag, das ist auch so eine tolle Arbeit, wenn du schön eingeschiffelt hast abends. Hast morgens einen dicken Kopf, bist eh genervt. Und dann kannst du so ein Zelt zusammenbauen. Und das treibt dich in Wahnsinn, ne? Na gut, wir warten mal ein bisschen ab, ne? So, der Kaffee ist jetzt leer. Ich habe den Rest Brötchen da reingepackt. Kaffee ist leer, aber Karma kommt näher und unser Pavillon ist weggeflogen. Habt ihr ja gerade mitgekriegt. Und da sind noch ein paar Sachen unter, die jetzt ungeschützt da stehen. Und die Wand kommt bedrohlich näher hier mit dem Regen. Und die beiden haben jeweils, versuchen die immer noch da im Hintergrund das Zelt zusammenzubauen. Dieses olle Wurfzelt immer noch nicht. Mich wundert, dass da noch keiner losgebrüllt hat. Vor Wut. Aber vielleicht explodieren die innerlich oder so. Ich weiß es nicht. Ich hätte schon, wie gesagt, Benzinkanister genommen, hätte Mist angezündet. Oder hätte jemand gefragt. Oder hätte es so eingepackt und dann in einer ruhigen Minute zu Hause mal irgendwie versucht zusammenzupacken. Ne? Aber da hätte ich keinen Nerven für. Ne? So, genug gelabert. Auf geht's. Der Olle ist schon los. Wir müssen die Sachen einpacken. Weil ansonsten kommt, wie gesagt, Karma und unsere Sachen, die da unter dem Pavillon liegen oder lagen. Oder immer noch liegen, aber ohne Pavillon. So rum. Könnten die ein bisschen was werden. Kommt das Böse zurück, ne? Erst labern über das Zelt und dann so auf geht's. So sieht's bei uns jetzt aus. Alles ungeschützt, ne? Unser ganzes Chaos, mein Flamingo-Becher, alles weht hier sonst durch die Gegend. Also das müssen wir jetzt erstmal hier beseitigen. Und unser Campingplatz vorher. Und wenn wir fertig sind, dann zeige ich euch das nochmal. Viel, viel Arbeit mit einem dicken Brötchen braucht. Was ist mit den anderen? Nee, die kann ich leider nicht mehr sehen. Mist. Also, bis later, wenn wir abgebaut haben. Der Zeltplatz dann nachher. So sieht's aus. Gut aufgeräumt. Ich gehe jetzt nochmal rum und gucke nochmal so ein bisschen nach, ob irgendwas noch an Kleinmüll hier rumliegt. Hier vorne liegt der Sack. Übrigens, jeden Tag fährt hier die Müllabfuhr lang. Du hast kostenlos Müllsäcke bekommen und konntest die immer an die Hauptstraßen stellen. Die ist jeden Tag hier lang gefahren. Also ich finde auch so, wenn andere Leute die Plätze jetzt so verlassen, ne, so wie hier, da liegt nichts rum oder so einfach auf dem Haufen zusammengepackt, dass die das nur abholen müssen dann ganz am Schluss. Also das sah vor Jahren viel, 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 viel schlimmer aus. Also das finde ich, hat sich gut gemacht. Ich stehe jetzt erstmal einen Sack an der Straße und dann sind wir abfuhrbereit. Leider eigentlich. Also ich hätte doch schon noch ein bisschen hier bleiben können. Also Wacken so. Auch so das Ganze rundherum, ne? Immer so, das ist hier irgendwie schief, ne? So Musik hören, tun und machen und so, man hat so kein Zeitgefühl mehr, weil man denkt morgens um 9, dass das schon nachmittags um 5 manchmal ist oder nachmittags um 5 denkt man irgendwie, oh, das ist erst 9 Uhr. Das ist so, man hat so kein Zeitgefühl mehr, weil man die Uhr nicht im Nacken hat, keine Termine, keine, man muss sich da um solche Dinge nicht kümmern, das ist sehr so völlig losgelöst. Also man hat so die alltäglichen Probleme hier nicht, sondern nur so, dass einem die Füße mal wehtun oder irgendwie was. Aber ansonsten könnte ich noch gut ein bisschen hier bleiben. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich bringe mal den Sack nach vorne, kann ich euch mitnehmen. Ansonsten organisatorisch dieses Jahr haben wir gesagt, dass die Anreise schon irgendwie wesentlich entspannter war wie sonst. Wir haben nicht einmal, bis auf einmal, wo wir hier raufgefahren sind, ein paar Sekündchen mal im Stau gestanden. Das kennen wir von den anderen Jahren komplett anders. Oh. Haben wir Stunden, ja, Dumbo. Da haben wir wirklich stundenlang im Stau gestanden. Ne? Das ist überhaupt nicht so. Ne? Hier drinnen, sag ich mal, da wo die großen Bühnen sind, also im Infield, da hatten wir auch so das Gefühl, dass das alles so ein bisschen nicht so gedrängt ist, sondern dass da einfach mehr Platz ist, dass das ein bisschen großzügiger gemacht ist für die Menschenmengen. So. Also es war nirgendwo, wenn ich wieder auch sage, ich kann dieses Gedrängel an den Bühnen nicht ab, das war überhaupt kein Gedrängel. Also mein Schwager war ja das erste Mal mit
Und der hatte ein bisschen Angst davor, so auch mit Menschenmengen und mit der Enge und so weiter, wenn die ihn alle auf die Pelle rücken. Das war überhaupt nicht so. Er sagt, es war völlig entspannt für ihn, alles gut, weil du hattest halt Platz, auch wenn große Bands gespielt haben oder Susi Quattro oder Sweet oder so. Du konntest mitten in der Menge, konntest du dich hinlegen, hättest schlafen können, da wäre niemand auf dich drauf getrampelt. Ne? Also so, da muss man auch keine Angst vor haben. Also das ist sehr, sehr... Alle gehen behutsam miteinander um und das finde ich auch richtig cool. So, Müll nach vorne bringen. Müllsäcke schon abfuhrbereit an der Straße alle. Finde ich ganz cool. Die fahren hier lang, immer so Sammelpunkte und dann wird das abgeholt, wo gut ist. Die Männer trinken jetzt noch einen Abschied, gesehen, um sich zu verabschieden. Ja, und dann freue ich mich auch zu Hause. Ach, guck mal, jetzt kommt die Sonne raus auf Uschi. Die war gut versorgt. Vielen Dank, liebe Carmen und lieber Kai, dass ihr euch drum gekümmert habt. Ja, für uns geht's nach Hause. Ich freue mich natürlich auf Uschi oder freuen wir uns beide. Und ja, wir hören uns einfach zu Hause wieder. Nochmal so eine kleine Bilanz nochmal, was mir besonders gut an Wacken dieses Jahr gefallen hat, was mir nicht so gefallen hat. Nochmal so eine Nacht drüber schlafen, dann werde ich einfach morgen euch nochmal ein bisschen darüber was erzählen. Und ja, wie ich das Ganze dann so, wie mir das gefallen hat und nochmal eine Meinung von den anderen nochmal einholen, wie denen das so gefallen hat und wen dir das gefallen hat. Ne? Was rede ich schon wieder, ne? So, auf geht's. Ich bin der Fahrer. Und die anderen süffeln schon wieder Bier. Mann, Mann, Mann. Aber, wisst ihr, was ich geschenkt bekommen habe? Die Melonenlichterkette. Die hat derjenige, der die mitgebracht hat, hat mir die geschenkt. Er hat die Zitronen behalten und wir haben die Melonen mitgekriegt. Bevor wir jetzt hier abreisen, muss ich euch nochmal was zeigen, weil das habe ich gerade entdeckt. Da habe ich mir auch wieder so gedacht, meine Ohren stehen ganz ab, ne? das ist ja auch wieder geil, ne? Und zwar fragt man sich natürlich, weil hier ist ja hektarmäßig Campingplatz, ne? Und ich habe gesehen, dass ich sage, was machen denn die Tiere? Du kannst doch nicht Bescheid sagen, so, man hängt mal einen Zettel dran, in einer Woche ist hier Remi Demi, macht euch mal eine schöne Woche und müsst mal weg hier vom Acker. Ne? Das soll ich machen, ne? Und was ist hier? Guck mal, ein Kuckloch, ein frischer Maulwurfshaufen, die sind heute Morgen abgereist. Da mussten wir nämlich noch Starthilfe geben. Und das ist doch ein ganz frischer Maulwurfshügel hier. Nee? Nee? Echt? Nein. Und die Tiere werden ja sicherlich gucken irgendwie, ist hier jetzt wieder freie Bahn, ist jetzt hier Ruhe, können wir da wieder weiterhin auf unserer Koppel rumbuddeln oder was, ne? Da fragt man sich ja, ne, was machen die ganzen Wühlmäuse und die Vögel, die jetzt so brüten und so, was, ne? Die denken auch, was ist denn hier los, ne? Also das ist schon, also ich habe hier auch nicht einmal natürlich einen Hasen oder irgendwas gesehen, die werden das Gelände hier schon meiden, aber da muss ich ein bisschen lachen mit dem Maulwurfshügel, ne? Weil die sind gestern abgereist, da musste man mal noch Starthilfe, wie gesagt, geben. Und heute Morgen war der Maulwurfshügel da. So unglaublich, ne? So, tschüss Wacken. Tschüss Wacken, war schön. Die meisten packen jetzt auch, ne? Aber einige fahren noch erst Montag oder so nach Hause oder Dienstag, ne? Da hinten steht tatsächlich noch ein Sofa. Sofa, ein Grill, ein Tisch. Aber alles fix aufeinander gestellt. Ein Teppich, alles Mögliche. Aber wie gesagt, wenn man so vor 10, 15 Jahren hier weggefahren ist, das sah schlimmer aus, ne? Und man möchte ja auch, dass das Festival dann die nächsten Jahre noch weiterhin stattfindet. Und dementsprechend verlässt man ja den Platz dann auch, ne? Finde ich jetzt wenigstens so. Und da ist jetzt auch einer in seinen Trümmern da, ne? Der hier an der Seite. Ist auch in seinen Trümmern. Da ist ja auch noch ein Klozelt, steht da noch. Aber es sieht schon wesentlich besser aus wie vor ein paar Jahren. Was wir an Stau auf der Hinreise nicht hatten, das haben wir jetzt quasi auf der Rückreise. Und ich habe gerade eben gesehen, wenn wir hier stehen, da vorne, da sitzen Oma und Opa. Ich tippe mal drauf, dass die hier wohnen. Winken jedem, der aus der Ausfahrt nach Hause kommt und nach Hause fährt. Wie süß ist das denn, bitteschön, ne? Das finde ich ja toll. Dass sie dann so winken, winken und tschüss sagen, so. Ich sag auch mal tschüss zu den beiden. Tschüss! Moin. Tschüss! Danke! Da muss man nichts zu sagen, ne? Ich sehe auch aus wie so ein Schrotthaufen, ey.
Natürlich bin ich kein Einzelkind und habe wieder an euch gedacht. Ein bisschen was gibt es hier zu gewinnen. Also zwei Personen von euch könnten jeweils eine Shopping Bag von Wacken gewinnen. Da ist richtig viel Platz drin, da kannst du richtig was einkaufen drin. Ich werde natürlich nicht nur die Shopping Bag verlosen, sondern ich packe da natürlich auch ein bisschen was rein noch für euch. Ein bisschen Goodies. Wenn du teilnehmen möchtest, Teilnahmebedingungen stehen unten in der Infobox, wie lange das Ganze läuft, was du dafür erfüllen musst. Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich dich jetzt ganz einfach nochmal bitten, mach das ganz einfach. So verpasst du keine Videos mehr und mir zeigt es ganz einfach, dass der Content, den ich hier mache, dass dir das ganz einfach gefällt. Hier ist sehr, sehr abwechslungsreich. Hier gibt es immer von jedem etwas. Und wenn es dir gefallen hat, hau den da noch oben, hau einen Kommentar rein. Hau das Abo rein und hau die Glocke rein, wollte ich gerade sagen. Und dann sehen wir uns einfach zunächst mal wieder. Mir hat das mega großen Spaß gemacht. Wacken war eine tolle Sache wieder dieses Jahr. Hat uns richtig, richtig, richtig viel Spaß gebracht. Ich habe nette Leute mitgehabt, nette Leute kennengelernt, gute Musik gesehen, nicht so gute Musik gesehen, wo ich sagte so, okay, gut, das war jetzt dann doch nicht so meins. Aber ansonsten ist Wacken immer ein Erlebnis. Nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, ich denke mal, ja, übernächstes Jahr fahren wir, aber nächstes Jahr fahren wir nicht hin. Da haben wir ein bisschen ein paar andere Sachen auf dem Zettel. Aber da werden wir zusehen, dass wir dann noch wirklich den Montag auch anreisen können und noch so ein bisschen die Ruhe vor dem ganzen Ansturm einfach ein bisschen zu genießen. Aber ansonsten war es einfach top. Es hat uns allen gut gefallen und das ist ja auch die Hauptsache. Und immer wieder gerne. So ist es. Schönes Abschlusswort. Ich hoffe, dir haben die beiden Teile gefallen und du hast einen kleinen Eindruck bekommen, was in Wacken denn so für uns da einfach so abgeht, was man da so macht. Bis zum nächsten Mal. Und viel Glück. So kann man Kaffee auch austrinken. Wie immer, ne? Die kommen so aus dem Bett. Hauptsache erstmal das Video fertig machen, ne? Weil ich schon Samstag und ich habe Spätschicht. So ist es. Immer Chaos, Pomodino. Aber ich finde es wichtig, authentisch zu sein, ne? Ich sehe nicht immer wie aus einer Ei gepellt aus, ne? Nein. Nee, so ist es nicht. So, tschüss. Ich muss das Ding hochladen, sonst gibt es morgen kein Video.